Wahrscheinlich haben euch, genauso wie uns, die Nachrichten aus Afghanistan diese Woche ganz schön bedrückt. Wir wollten deshalb mal schauen, wo man sich in München überall ehrenamtlich engagieren kann. Zum Beispiel hier im Bellevue di Monaco. Das ist gleich Anlaufpunkt für mehrere ehrenamtliche Aktionen. Betreuung und Unterstützung sind genauso Teil von Bellevue wie der Kaffee im hauseigenen Café. Die Grundidee ist, die eingesessenen Münchner Bürger und alle, die neu hier hinzugekommen, sollen eine Plattform haben, um sich auszutauschen. Heute haben wir zum Beispiel den Spieleabend wieder und ich habe hier Situationen erlebt, da sitzen dann Leute aus zig Ländern an einem Tisch, sprechen die verschiedensten Sprachen und lachen sich scheckig beim UNO-Spiel. Und das ist das Tolle, also was mich immer so sehr freut hier. Ne? Wir haben einmal im Monat so einen Infoabend. Da stellen wir alle unsere Aktivitäten vor. Wir haben also mittlerweile ca. 30 regelmäßige Angebote, die wöchentlich hier ablaufen. Und das, was dich da interessiert, da gehst du halt hin und sagst, hallo, ich wollte mal ein bisschen mit anpacken. Wenn man hier einen Abend verbracht hat, weiß man, der Abend hatte einen Nutzen für alle und auch für mich. Und man geht mit einem sehr guten Gefühl nach Hause. Durch Kochen eine Verbindung schaffen, das ist das Ziel von Über den Tellerrand. In mehreren Küchen in München, zum Beispiel hier im Café in der Einsteinstraße, können die unterschiedlichsten Menschen aus den verschiedensten Ländern beim Kochen zusammenkommen. Über den Tellerrand kochen ist eine Initiative, die sich für Integration einsetzt. Konkret machen wir das beim Kochen. Wir veranstalten Kochevents in München und deutschlandweit, bei denen man sich einfach kennenlernen kann in ungezwungener Atmosphäre. Und außerdem betreiben wir hier in München das Über den Tellerrand Café am Max-Weber-Platz. Und hier beschäftigen wir insbesondere Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund und helfen ihnen bei der Integration in den deutschen Arbeitsmarkt. Ja, mich freut es immer total zu sehen, wie hier Menschen zusammenkommen, die sich vielleicht normalerweise in München nicht in einem Restaurant treffen würden. Das ist einfach immer wieder super schön anzugucken, wie dadurch einfach durch das Kennenlernen Vorurteile abgebaut werden. Eigentlich sollte man sich wünschen, dass es Projekte wie uns gar nicht braucht, weil Rassismus einfach irgendwann gar kein Thema mehr sein sollte. Leider ist es noch nicht so, aber bis dahin machen wir weiter, weil wir glauben einfach daran, dass Fusion nicht nur auf dem Teller gut ist, sondern auch für die Gesellschaft. Das waren jetzt mal zwei Beispiele, wie ihr euch in München engagieren könnt. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, euren Support zu zeigen. Wer sich jetzt zum Beispiel nicht von der Couch hochraffen kann, der kann auch einfach spenden gehen. Wir haben euch mal in der Videobeschreibung ein paar Optionen verlinkt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.